Willkommen Leute zu einem neuen Science-Video. Und was ich diese Woche vorhatte, das ging mal richtig in die Hose. Naja, alles gut, ganz so schlimm war es nicht. Aber was ich diese Woche eigentlich vorhatte, mir anzuschauen, war, was passiert eigentlich mit dem Körper bei Dehydrierungszuständen, bei diesen unglaublich warmen Bedingungen, die wir in Köln hatten. Es standen 36, 38 Grad im Wetterbericht und dachte mir, super, das ist ja perfekt dafür. Hab alles dafür vorbereitet, springe aufs Rad mit dem Wissen, ich werde gleich draußen komplett gekocht. Und dann zog ein Gewitter auf, was einfach mal dafür sorgte, dass diese 36 Grad zu 21 Grad wurden und einfach zwei Tage lang es einfach noch kalt hier war. Ich bin trotzdem Bus gefahren, habe zwei Dösel gefunden, die das Ganze mitmachen. Und das seht ihr jetzt einmal hier. Spontaner Wetterumschwung. Heißt, wir haben auf einmal nicht mehr 36 Grad, sondern nur noch 23. Deswegen gucken wir mal, was es jetzt gleich ergibt. Wir werden trocken. 100%. Ich sehe das, ich fühle das. Wir bleiben trocken. 100%ig. Ich denke, wir haben das gut gemacht. Und der Schlenker hier ist nicht gefährlich. Wir bleiben trocken. Zurück zum eigentlichen Thema. Da aus Hitze nicht viel wurde, habe ich mir gedacht, was ist noch interessant gerade aktuell für viele Athleten, die sich jetzt vorbereiten für verschiedene Events. Und zwar geht es darum, heute die sportwissenschaftliche Theorie mit der Praxis ein bisschen zu vereinen. Also wie einfach ist es denn eigentlich, seine Trainingszone, das, was ich mir eigentlich geplant hatte, draußen auf der Straße durchzuführen, wenn ich jetzt nicht drinnen auf Swift zum Beispiel fahre. Und ihr kennt es sicherlich auch, man möchte auch nicht immer nur die stumpfen Straßen entlang der Feldwege fahren, sondern auch mal die schönen Routen erkunden. Und das haben wir hier in Köln zum Beispiel im Bergischen. Aber das Bergische ist prädestiniert dafür, dass es unglaublich steil zwischendurch ist, längere Anstiege, viele Kurven sind. Wie gut kann ich da eigentlich mein Lit-Training wirklich umsetzen und was ist denn, wenn ich meine Lit-Zone mal verlasse? Ist das eigentlich schlimm oder ist es egal? Und mit dem heutigen Video möchte ich einmal zeigen, wie kann ich eigentlich meine Trainingszone adäquat draußen auf der Straße umsetzen. Nun gut, wie schon vorhin gesagt, möchte ich so ein bisschen heute in der Trainingseinheit die Zone in der Praxis anwenden, beziehungsweise wie sieht eigentlich praxisnahes Training aus und wie wichtig ist eigentlich, dass ich genau konkret in den Zonen bleibe? Was hat das für einen Unterschied, wenn ich mal meine Zone verlasse? Was macht es für einen Unterschied, wenn ich spontan ein bisschen Baller. So ein bisschen Anlehnung an die Podcast-Folge, die wir letztens aufgenommen haben. Also was macht eigentlich das Verlassen von Zonen wirklich mit meinem Körper? Ist das schlimm? Ist egal? Geht es darum, im Average richtig zu bleiben? Oder sollte ich schon irgendwie konkret darauf achten, dass ich genau die Zonen treffe? Das gucken wir uns heute mal an. In der Realität sieht es ja schon so aus, dass man zwischendurch mal vielleicht ein bisschen intensiver fährt, wenn man von der Ampel wieder losfährt oder in den Bergen unterwegs ist. Oder halt auch wie jetzt. Weißt du, das gibt es auf Swift halt nicht, dass ich hier in der Ampel stehen muss. Jetzt stehe ich hier an der Ampel, habe wieder für ein paar Minuten keine Leistung auf dem Pedal. Sauerstoffsättigung geht natürlich immens hoch, aber ist es eigentlich nachteilhaft, vorteilhaft? Ändert was in meinem Training, wenn ich jetzt wieder immer wieder Pausen habe, wo ich stehen bleiben muss? Oder ist es eigentlich auch egal? Denn bei einer Sportwissenschaft muss man ja sagen, ist das eigentlich die Realität, ne? Also, dass wir irgendwie im Feld nicht immer die luxuriöse Situation haben, perfekt unsere Leistungswerte gerade im Lit-Bereich fahren zu können. Doch was bedeuten die Trainingszonen eigentlich, die wir häufig in unseren Inhalten mit abarbeiten? Also ein 3-Zonen-Modell nach Seiler, beispielsweise mit Low-Intensity-Training, Threshold- oder Medium-Intensity-Training und High-Intensity-Training. Was passiert dort eigentlich physiologisch und warum ist es relevant zu wissen? Und dazu möchte ich einmal die Erklärung von Seiler zitieren, die das 3-Zonen-Modell relativ simpel und sehr verständlich erklären kann. Wir beginnen einmal bei Zone 1, dem Low-Intensity-Training Lit. Die physiologische Beanspruchung des Low-Intensity-Training beschreibt einen Zustand, in dem die Zelle ihre eigene Laktatproduktion noch innerhalb der Zelle decken kann. Also wir haben einen gewissen Anteil aus der Glykolyse, aus dem Kohlenhydratverbrauch und auch eine gewisse Laktatproduktion, das haben wir eigentlich immer. Und die Intensität des Lit-Trainings beschreibt noch einen Zustand, wo die eigene Produktionsrate von der Zelle selber auch kompensiert werden kann mit einer ausreichenden Abbaurate. Also die Menge an Laktat, die in der Zelle produziert wird, wird auch innerhalb der Zelle noch verstoffwechselt. Alles bleibt in einem Zellgleichgewicht. So beschreibt dann die maximale Intensität des Lit-Trainings oder auch Fat-Max genannt, den Zustand, wo die höchstmögliche Intensität gefahren werden kann, wo noch dieser Zustand des eigenen Zellgleichgewichts von Laktatproduktion und Abbau besteht. Jetzt gucken wir noch mal, was die Werte sagen. Also wenn ich mich bei 180 Watt, 175 Watt Brett aufhalte, bin gerade bei einer Sättigung bei 81%, relativ hoch. Und für diejenigen, die sich vielleicht erinnern an mein Lactat-Clearance-Training vor letzter Woche, da war ich immer zwischendurch mal auf 70er-Sättigung bzw. hinten raus auf 60er, 65er-Sättigung, als ich mich versucht hatte, jetzt von dem intensiven Effort zu erholen. Und heute merke ich schon, wenn ich locker fahre und noch keinen intensiven Effort vorher gesetzt hatte, dass meine Sättigung durchweg auf hohe 70 bis 80 Grad unterwegs ist. Aber auch, ich gucken muss, dass wenn ich immer zwischendurch an Ampeln zum Beispiel antrete, mit 300 Watt, 400 Watt zu schnell losfahre,
direkt die Sättigung auch ordentlich mal runtergeht. Das heißt, wenn ich versuchen möchte, meine Zeit in der Zone Lit zu optimieren und zu maximieren, dann wäre schon sinnvoll, möglichst auch in diesem Bereich zu bleiben und vielleicht die Antritte aus den Kurven heraus zu vermeiden. Also um besser verstehen zu können, warum ich Lit wirklich locker fahren sollte, hilft es sich einmal vor Augen zu führen, was ich eigentlich bei Lit-Training erreichen möchte. Ich möchte eine hohe Oxygenierung meines Muskels erreichen. Ich möchte einen gewissen energetischen Umsatz erzeugen, sprich jetzt nicht 50 Watt fahren, sondern meinen Lit-Bereich schon ansetzen. Aber mit der höchstmöglichen potenziellen Sättigung, wo noch sehr viel Fettstoffwechsel stattfindet, wo Kohlenhydratstoffwechsel relativ wenig stattfindet und ich vor allem, wenn es denn geht, hauptsächlich mein Typ 1 Ausdauerfasersystem nutze. Sollte ich zwischendurch ein bisschen intensiver fahren, werde ich immer wieder zwischendurch mein Fast-Switch-System rekrutieren und das sehe ich halt zum Beispiel bei einer Sättigung daran, dass die Werte extrem runtergehen. Ist eine Typ-2-Nutzung denn soweit schlimm? Naja, für den einzelnen Trainingstag vielleicht nicht. Wenn der Trainingstag allerdings 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden dauert und ich das immer wieder mache, dann kann es halt sein, dass mir dadurch irgendwann die Kohlenhydratressource ausgeht und ich merke, dass ich hinten raus ein bisschen mich zu sehr entleert habe und halt mich grau gefahren habe. Das sollten wir schon vermeiden. Naja, und wenn ich das trotzdem schaffe, das Training, also ich komme irgendwie zu Hause an und bin vielleicht ein bisschen teilentleert, Kohlenhydratspeicher sind ein bisschen leer, aber ich habe es geschafft und morgen ist ja der Ruhetag, dann ist es vielleicht ein bisschen eher zu vertreten, als wenn du zum Beispiel morgen einen intensiven Trainingstag hast. Also wenn ich jetzt heute mein Lockertraining, 1,5 Stunden, nur Lit fahren sollte und morgen zum Beispiel mein High-Intensity-Intervalltraining machen müsste, 4x8 Minuten, richtiges Brett, dann wäre schon sinnvoll, dass ich nicht heute mein Fast-Switch-System zu stark benutze. Das heißt, das Ganze möglichst einspare, denn alles, was ich heute benutze, ist potenziell morgen noch angeschlagen und müde. Das heißt, gerade der Tag vor einem High-Intensity-Intervalltraining oder vor einem Radtraining oder vor einem intensiven Effort, vor einem Leistungstest, sonst was, sollte ich wirklich darauf achten, auch wenn es mir gut geht, auch wenn ich aus dem Ruhetag rauskomme, dass ich dann auch wirklich lockeres Lit-Training fahre, damit ich morgen die maximalste Ressource habe, mein HIIT-Training auch wirklich umzusetzen, sodass alle Fasern rekrutiert werden können und alle Fasern inklusive mir auch Bock haben, 4x8 Minuten zu ballern. Na schaut mal, was ich damit sagen möchte ist, wenn wir uns einmal das Faserrekrutierungsmodell von Maglischko anschauen, wir haben es einmal hier modifiziert dargestellt, dann sehen wir einmal ein folgendes Beispielprofil. Auf der X-Achse haben wir hier die Intensität in 100 Watt, 200, 300 und 400 Watt. Auf der Y-Achse haben wir die prozentuale Rekrutierung unserer Muskelfasern. Und ein Profil könnte so aussehen, dass wir zu einer gewissen Intensität bei 180 Watt viel Typ 1 Faserrekrutierung haben, einen kleinen Anteil an Typ 2a Faser, die wir mitrekrutieren und später in der Erhöhung der Intensität dann viel, viel mehr noch Typ 2a Fasern im Verhältnis zu Typ 1 Faser und dann folglich ab Schwelle oder VO2max-Bereich nochmal zum Schluss bei sehr hohen Intensitäten die Typ 2x Faser, die wir auch mitrekrutieren müssen. Wenn ich jetzt in unserem Beispiel den Dienstag als lockere Lit-Einheit fahren möchte und im kommenden Mittwoch einmal ein HIIT-Intervalltraining durchführen möchte, dann wäre schon sinnvoll, wenn wir möglichst viele unserer Typ 2a-Fasern hier einsparen, dass wir die nicht so stark rekrutieren. Denn wenn wir in einer Lit-Einheit immer wieder Phasen einbauen, wo wir 82 Watt zum Beispiel fahren, also in diesem Bereich hier stattfinden, werde ich auch eine gewisse Rekrutierung meiner Typ 2a-Faser erfahren. Wenn ich dann am nächsten Tag ein Intervalltraining machen möchte, bei über 350, 400 Watt in dem Bereich, mit 4x8 Minuten oder 5 Minuten oder 40, 20er, dann habe ich vielleicht schon unter Umständen ein paar meiner Typ 2a-Fasern am Vortag ermüdet und sie können am nächsten Tag nicht so richtig mitarbeiten. Also bei der Beachtung unserer Trainingszone ist einmal wichtig, dass wir die Fragestellung im Hinterkopf bewahren. Wenn ich jetzt an einem Sonntag mit der Crew meine Lit-Ausfahrt mache und die auch mal ein bisschen intensiver wird, dann ist das auch in Ordnung, wenn ich am Montag einen Ruhetag habe und Dienstag mit einer lockeren Einheit starte. Wenn ich aber am nächsten Tag ein HIIT-Training machen möchte oder ein Rennen fahren möchte, ist schon wirklich sinnvoll, wenn ich wirklich easy bleibe, auch wenn ich trotz intensiverer Phasen diesen einzelnen Tag, diese 1,5 Stunden nicht als so intensiv einschätzen wollen würde. Aber hey, jetzt mal Tacheles, wem von euch fällt es leicht, seine Trainingszone, vor allem den Lit-Bereich oder Fatmax-Bereich, draußen auf der Straße auch mal im hügeligen oder welligen Gelände durchzuführen? Wer kann von euch exakt seine Zonen fahren? Das möchte ich mal gerne wissen. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Lass uns mal gemeinsam dazu austauschen. Also Ziel von Lit-Training: Maximierung der Zeit in meiner Low-Intensity-Zone. Um ein hohes Volumen in meiner Trainingswoche zu erreichen, gibt es keinen Weg um ein niedrig-intensives Lit-Training herum. Denn ansonsten verbrauche ich so viele Ressourcen und Kohlenhydrate, da werde ich wahrscheinlich meine 20 Stunden nicht erfüllen können. Kompletter. Hey, kleiner Hinweis, ich glaube, du merkst es gerade schon, seine eigenen Trainingszonen besser zu kennen, ist für die Durchführung von Trainingsinhalten schon wirklich elementar. Das heißt, wenn du gerade nicht weißt, wie hoch deine VO2 Max oder Schwelle sein könnte, wie intensiv dein Fatmax sein sollte oder auch dein Sweetspot-Training, dann komm doch einmal vorbei zu uns, einmal zur Leistungsdiagnostik. Wir ermitteln deine VO2 Max, deine kalkulatorische VLA Max, errechnen deine Schwellen und deinen Substratstoffwechsel, schauen uns an, wie viel Fette du verbrauchst, wie viel Kohlenhydrate du nachfüllen musst, damit du dein Training schaffen kannst, wie eine Pacing-Strategie vielleicht möglicherweise bei einem Radmarathon aussieht.
aussieht und was deine Potenziale im Training sind. Das heißt, wenn du Bock hast, melde dich doch einmal bei uns und buche dir direkt deinen Termin zu deiner Leistungsdiagnostik für den kommenden Winter und für die Anpassung deines Trainings. Alle Infos dazu findest du einmal in der Videobeschreibung. Hier findest du auch noch einmal den Link und kannst dir direkt jetzt schon mal deinen Diagnostik-Slot für den Winter buchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einmal demnächst bei unserem Science-TÜV-Prüfstand und messen mal, was in dir steckt. Die Zone 2 oder auch Threshold Training beschreibt dann den Zustand, wo die Laktatproduktionsrate durch eine Erhöhung der Intensität der eigenen Zellabbaurate übersteigt. Das bedeutet, die Zelle bekommt ihre eigene Produktionsrate nicht mehr ausreichend gedeckelt und Laktat wird vermehrt aus der Zelle ins Blut abgegeben. Aus dem letzten Video des Laktatabbautrainings haben wir schon erklärt, dass es unterschiedliche Muskelfasertypen gibt. Es gibt die tendenziell glykolytischeren, die vermehrt Laktat exprimieren, und die oxidativen aeroben Muskelfasern, die vermehrt Laktat aufnehmen können, das Ganze verstoffwechseln können. Also die glykolytische Zelle produziert mehr Laktat, gibt es ins Blut ab, wenn aber die oxidative aerobe Zelle noch Kapazitäten hat, Laktat abzubauen, dann kann das Laktat in die Zelle gelangen und wird dann vermehrt auch abgebaut. Somit haben wir zwar kein Gleichgewicht mehr innerhalb der Zelle im Laktatproduktion, Laktatabbau, aber gesamtsystemisch gesehen besteht immer noch ein Gleichgewicht aus Laktataufbau und Laktatabbau, da wir quasi all unsere aeroben Kapazitäten nutzen können, um das produziertere Laktat auch entsprechend abzubauen. Also zusammengefasst, mehr Produktionsrate als Abbaukapazität zwar innerhalb der Zelle, aber gesamtsystemisch gesehen immer noch im Gleichgewicht, weil wir noch genug Abbaukapazitäten haben als die Gesamtproduktionsrate unseres Systems. Und auch da wieder, die höchstmögliche Intensität beschreibt dann den Zustand, wo das maximal noch im Gleichgewicht steht. Und das ist dann genau der Zustand, den wir kennen als unser maximales Laktat-Steady-State, also unsere Schwelle. Wenn wir die Intensität nun weiter erhöhen, dann kommen wir in den Zone 3 Hit-High-Intensity-Bereich, wo dann ein nicht mehr Gleichgewicht gesamtsystemisch gesehen wird. Das heißt, Laktatproduktionsrate der eigenen Zellen, aber auch die Abbaukapazität der tendenziell oxidativen Zellen, es steht nicht mehr im Gleichgewicht. Wir produzieren deutlich mehr Laktat, als wir in der Lage sind abzubauen. Das bedeutet, bei gleichbleibender Intensität werden wir eine Zunahme der Laktatkonzentration immer feststellen, bis wir irgendwann nicht mehr können. Das Ganze könnte übrigens in einem Laktat-Steady-State-Test so aussehen. Zwei Athleten, beide gleiche Leistung gefahren. Wir sehen hier bei Sportler Nummer 1 einen Durchschnittslaktatwert von 2,7 plus minus 0,24 Millimol. Und was wir vor allem sehen, ist ein Gleichgewicht der Laktatkonzentration. Auch wenn es mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, bleiben wir tendenziell noch in Waage. Im Gegensatz dazu haben wir einmal Athlet Nummer 2 mit einer deutlich geringeren Leistungsfähigkeit. Zwar durchschnittlich 4,0 Millimol pro Liter, allerdings sehen wir schon an der Varianz viel, viel größere Streuung mit 1,27, das sehen wir auch ganz schön im Verlauf. Zwar kriegt das am Anfang noch irgendwie gedeckelt in den ersten 30 Minuten, aber dann sukzessive steigt der Laktatwert immer weiter an. Es besteht kein Gleichgewicht mehr der Systeme, Laktatproduktion steht deutlich im Vordergrund und irgendwann muss der Athlet nach ein paar Minuten auch die Belastung dann beenden. Das bedeutet für uns im Training, ein Threshold- oder Sweet-Spot-Training ist eine Intensität, bei dem wir das Gleichgewicht noch im Gesamtsystem beibehalten können. Sollten wir die Intensität sukzessive deutlich erhöhen, wird ein Nichtgleichgewicht irgendwo entstehen. Das wollen wir vermeiden. Also ist nicht Sweet Spot oder Schwellentraining die höchstmögliche Intensität, die ich in dem Moment bei 20 Minuten fahren kann und bin dann froh, wenn ich endlich auf Lap drücken kann, sondern etwas, wo ich merke, ich sag mal eine 6 bis 7 von 10 auf der Belastungsskala, wo ich relativ kontrolliert unterwegs sein kann. Alles klar, so viel zur Theorie der physiologischen Trainingszonen, aber wie lässt sich das raus auf der Straße jetzt umsetzen? Aber Lukas, wie sieht das aus mit Lit-Training, wenn es bergauf geht? Ich kann meinen Lit-Bereich nicht bergauf fahren. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Ja, schauen wir doch mal. Was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Zone verlasse und intensiver fahre, wenn es steil bergauf geht? Oh, jo, das ist aber auch ein Brett hier wieder. Jo, habt ihr gesehen? Also, die Tatsache, dass ich jetzt auch wirklich am steilsten Stück zum Wissen habe, ja, nicht Gas stehen lassen, aber war ich schon mit 60er Kadenz und mit 350, 370 Watt unterwegs. Ist aber etwas Unvermeidliches passiert, und zwar ist meine Sättigung gerade runtergegangen auf 33%. Sprich, gerade habe 40-50% mehr Sauerstoffausschöpfung bei der Intensität, die ich gerade gefahren bin. Das bedeutet, auch wenn sich das gerade, naja, nicht anfühlt wie ein All-Out oder sonstiges, aber es war schon überproportional viel, viel mehr Nutzung. Das heißt, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass viel mehr Fast-Switch-Fasern gerade rekrutiert werden mussten. Und das merke ich jetzt immer noch. Ich fahre jetzt an dieser Stelle gerade so 190, 195 Watt. Jetzt wieder 200, ist ein bisschen flacher geworden. Meine Sättigung liegt bei 66%. Also ich komme nicht so schnell gerade wie auf meine 75-80% wie vorhin. Und merke auf jeden Fall, dass ich immer noch Aktivierung meiner Glykolyse habe. So, das bedeutet, ich würde jetzt
als nächstes hier in den Anstieg hochfahren und mal gucken, wenn ich Sweetspot-Intensität fahre, ob ein Gleichgewicht auch in der Sättigung zu sehen ist. Also theoretisch müsste der Wert der SMO2 stabil bleiben, obwohl wir in der Intensität uns deutlich erhöhen. Sollte das nicht der Fall sein, dann sind wir schon oberhalb der Schwelle unterwegs. Und die Herausforderung ist, gerade wenn die Topografie wechselhaft ist und ich versuche, ein gleichmäßiges Sweetspot zu fahren, an einem Anstieg oder einer Passage, wo vielleicht ein paar Kurven sind und im Anstieg, wo man nicht gleichmäßig immer die Intensität so schön halten kann, dass ich trotzdem versuche, das zu tun. Denn wenn ich intensiver fahre, statt irgendwie 270, 280 Watt auf einmal 380 wieder auf dem Pedal stehen habe, weil es steiler wird, dann entsättige ich meinen Muskel deutlich überproportional und es entsteht ein Ungleichgewicht. Und dann würde man annehmen können, dass ich wahrscheinlich in meiner Sweetspot-Intensität nicht so schnell dieses Laktat, was ich dann aufgebaut habe, auch verstoffwechseln werde. Das heißt, Ziel sollte sein, schon möglichst gleichmäßig zu fahren. Aber bevor ich das mache, werde ich wohl erst vorab den Platten hier beheben. Denn ich sag euch, wer gleich sein psychisches Steady State verliert, das bin ich. Na dann, weiter geht's. Wir bleiben trocken, hundertprozentig. So, Effort geschafft. Ich blicke nun einmal auf mein absolviertes Sweetspot-Intervall. Wir gucken mal, haben wir schon rausmarkiert, wenn ich jetzt hier die erste Phase mal rausnehme und welche kontrollierte Leistung mir anschaue, dann bin ich bei 10 Minuten 11 Sekunden mit 297 Watt Normalized, 298 Watt Average. Dabei 55,3% durchschnittliche Oxygenierung des Muskels. Minimumwert war einmal 35%. Was auf jeden Fall auffällig ist, nach meinem Defekt sehr hohe Oxygenierung von 73%. Ich lege los mit meinem Sweetspot-Intervall, pendel mich bei knapp unter 300 Watt oder 300 Watt ein und meine Oxygenierung geht erstmal stark runter auf 37%. Und dann irgendwann sukzessive, und das sehen wir jetzt hier über die Zeit hinweg, schaffe ich es, eine Oxygenierung aufrechtzuerhalten Richtung mittlere 50% Ausschöpfung. Die wiederum zeigt, dass selbst wenn die Werte hier aufsteigend sind, mein Körper in der Lage ist, ausreichend Sauerstoff nachzuliefern, während ich gleichzeitig eine gewisse Menge an Sauerstoff auch extrahiere. Das bedeutet, ich habe ein Gleichgewicht aus Zufuhr von Sauerstoff und lokaler Verbrauchsrate von Sauerstoff über diese 10 Minuten, was wir hier sehen können. Sollten die SMO2-Daten über diese 10 Minuten hinweg sukzessive weiter abfallen, dann können wir sagen, sind wir in einem Nicht-Gleichgewicht, also der Verbrauch von Sauerstoff ist deutlich höher als dessen Zufuhr. Somit könnte man einmal sagen, physiologisch gemessen ist hier einmal ein Steady State, ein Schwellen- oder ein Sweetspot-Intervall auf jeden Fall durchgeführt worden. Übrigens nochmal als Hinweis, unabhängig von den Power-Daten, die wir vielleicht als Sweetspot-Zone oder Schwellentraining definieren, kann es auf jeden Fall auch hilfreich sein, wenn man mal real, physiologisch, ehrlich in sich hineinfühlt und mal überlegt, ob das, was man gerade hier fährt, wirklich Sweetspot ist. Selbst wenn ich kein Moxie zur Hand habe oder Laktatmessung zur Hand habe, um das Ganze zu überprüfen. Denn was eigentlich stattfinden sollte beim Sweetspot-Training ist, dass wenn wir uns einmal hier eine schematische Grafik anschauen, aus VLASS, also laktatproduzierende Komponente, Laktatproduktionsrate, einmal in lila gezeigt. Hier sehen wir es einmal in lila, die exponentielle ansteigende schematische Rate von Laktatproduktion. Und einmal hier den Laktatabbau, die aerobe Komponente. Dann können wir sagen, immer wenn die aerobe Komponente der Laktatproduktionsrate überwiegt, dann haben wir erstmal einen prinzipiellen Netto-Laktatabbau oder einen Konzentrationswert, den wir irgendwo aufrechthalten können. Erst wenn Laktatproduktion den Laktatabbau übersteigt, dann sind wir halt oberhalb unserer Schwelle, oberhalb unseres maximalen Laktat-Steady-States und wir haben dann ein nicht mehr Gleichgewicht. Also das bedeutet, bei gleicher Intensität, Zunahme der Zeit, werdet ihr irgendwann merken, wird die Intensität, die Anspruchung immer schwieriger, der Laktatwert immer höher, die Ermüdung immer größer und irgendwann kannst du es nicht mehr aufrechthalten. Wenn du aber ein Sweet-Intervall fährst, dann solltest du dich eigentlich kurz unterhalb des maximalen Laktat-Steady-States, des maximalen Gleichgewichts aufhalten, also dort, wo auf jeden Fall noch Laktatabbau größer ist als Laktataufbau. Über die Moxie-Daten könnt ihr dann in meinem Training sehen, alles klar, ich habe ein Gleichgewicht, ob es das Maximal-Laktat-Steady-State, also die Schwelle war, oder knapp darunter, das kann ich jetzt erstmal nicht sagen, aber ich kann schon mal sagen, ich habe ein Gleichgewicht. Sollte ich dort zu intensiv unterwegs sein oder aber an dem Tag ist vielleicht meine Laktatproduktionskomponente deutlich höher als vielleicht an anderen Tagen, das kann schon mal unter Umständen sein, oder meine Laktatabbaurate ist vielleicht nicht so hoch, weil was auch immer ist, dann kann es sein, dass ich mich sehr, sehr zügig auf einmal nicht mehr im Gleichgewicht befinde und auf einmal mein Sweetspot-Training, vermeintlich ein Schwellentraining oder sogar leicht drüber bald VOC Max Training ist. Das bedeutet, wir sollten uns auf jeden Fall im Klaren sein, ein Sweetspot oder ein Schwellentraining ist eine Trainingsform, wo Gleichgewichtsverhältnisse bestehen aus Laktatproduktion und Laktatabbau. Alles klar, Fazit zur heutigen Folge, dass Trainingszonen nicht immer leicht sind in der Praxis draußen auf der Straße umzusetzen, das wissen wir sicherlich.
Ist es denn eigentlich schlimm, wenn ich meine Lit-Zone im Training einmal verlasse? Naja, es ist nicht dramatisch, das Training ist immer noch das gleiche Training, das stimmt schon. Wir sollten nur gucken, dass wir möglichst die Zeit maximieren oder so hoch wie möglich gestalten in der Zielzone, in der wir stattfinden wollen. Wenn ich jetzt zwischenzeitlich immer wieder zu schnell fahre, am Anstieg beispielsweise und dann sehr hohen Kohlenverbrauch habe oder meine Fast-Twitch-Fasern ermüde, dann zwischendurch in den Abfahrten wieder nur Rolle 10 Watt oder 50 Watt fahre und das Ganze sich im Mittel dann im Average nachher ausgleicht, ich meine 180, 185 Watt Ziel-Lit-Zone im Average dann hatte, hat das aber nichts damit zu tun, was real wirklich im Muskel- und zellulärer Ebene passiert ist. Das bedeutet, wir versuchen schon überwiegend unseren Lit-Bereich durchzuführen. Auch wenn ich mal zwischendurch an einem Antritt meine Lit-Zone verlasse, habe ich dadurch nicht leicht ein ganz anderes Training. Das ist schon klar. Aber wir haben auch gerade mit den Moxie-Daten feststellen können, dass jeder Antritt, den du da machst, jeder Ampelsprint, jede kleine Welle, die du so schnell fährst, auch dafür sorgt, dass du auch deutlich deinen Sauerstoff aus dem Muskel extrahierst. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall eine physiologische Beanspruchung da, auch wenn so 5, 6, 8 oder 12 Sekunden Antritte oder mal eine Minute etwas schneller sich nicht so angestrengt angefühlt haben. Das heißt, wie so häufig in der Trainingslehre, die Dosis macht das Gift. Mal zwischendurch seine Zone zu verlassen, ist kein Problem. Wenn ich aber ständig zu schnell unterwegs bin und eigentlich meinen Lit-Bereich gar nicht mehr treffe, dann werde ich wahrscheinlich meine Zielstellung irgendwo verfehlen und mich im Training so ein bisschen verrennen. Also versuchen wir, möglichst gut unser Training umzusetzen oder auch in den Phasen, wo ich eigentlich aufhören muss zu treten, wie zum Beispiel Abfahrten, wo ich auch ein bisschen rollen lassen kann, auch trotzdem meinen Gas ein bisschen auf dem Pedal stehen zu lassen und meinen Lit-Bereich trotzdem weiterzufahren. Das war's zum heutigen Science-Video von Trainingszonen. Wenn du Bock hast, dann schau doch mal in der Videobeschreibung nach dem Link. Dort gibt es eine Plattform, wo du verschiedene Trainingspläne von uns finden kannst und schaust mal nach einem passenden Trainingsplan, der dich vielleicht auf dein nächstes Projekt vorbereiten kann. Wenn du magst, dann sehen wir uns bei einem der kommenden Videos. Bis bald, eure Science Crew.